Hallihallo und willkommen zurück bei Fortress Craft the Wolf mit Anduin. Hallo, grüß euch und der Tibra. Grüß euch. Ja, wir haben ein bisschen gefarmt, ein bisschen was vorbereitet. Jawohl, sehr viel vorbereitet. Ja, das Dach ist jede zu. Jede Menge schau, vorbereitet. Schau mal rundherum, das Dach ist zu. Die Wände fehlen noch. Ja, aber diese Streben da sind komisch, habe ich das schon gesagt? Ja, die sind deswegen komisch, weil du ich? Ein Glas gebaut hast. Jetzt wird das wieder auf mich geschoben. Ja, ich bin nicht für Streben zuständig, aber das muss da andocken. Das ist sehr merkwürdig. Ich habe da schwerste Bedenken. Die Haltbarkeit von dem Dach ist nicht gewährleistet. Geh einfach. Bin schon weg. Gut, na, ich baue das gleich. Du, was ich am besten kann. Genau. Ich schaufle in Storage Hopper was rein und baue. Genau. Und tschüss und weg. Und baue Blöckchen ab. So, ja, was ist unsere erste Aufgabe? Wir haben sozusagen einen Arbeitsplan für heute. Ja, jetzt genau, kommen, für diese genau, jetzt Session. Kommen einmal die Asozialen in den tieferen Stockwerken an die Reihe. Weil wir werden da ständig beschossen. Genau, bespuckt werden wir. Das Interessante ist, und das kann ich echt nicht nachvollziehen, warum das so ist, in den Stockwerken, die Boden drinnen haben, gibt es keine Schleimis. Naja, null. Okay. Es ist nichts. Da hält man sich nicht auf. Das so. Ist also damit nichts. Ja. Deine Streben sind gleich ausgebessert. Sehr gut, dann vertraue ich dem Dach. Nein, es gibt da keine Schlemmis, nirgends. Irgend Schlemmis. Und kaum, will nicht sagen, aber jetzt ist da unten auch kein einziges. Okay. Da war alles voll. Da war alles voll mit Schlemmis da. Und wir sind draufgekommen, es gibt einen besonderen Schlemmi, der aggressiv ist. Selbstständig aggressiv. Selbstständig aggressiv. Der ist nicht unselbstständig aggressiv. Ich weiß zwar nicht, was unselbstständig aggressiv nein, ist, aber der ist selbstständig. Der ist selbst aggressiv und die anderen sind erst dann aggressiv. Praktisch ein freiberuflicher aggressiver, kein angestellter aggressiver. Das war selbstständiger. Der ist selbstständig im Aggressivsein. Genau. Der ist von vornherein, ohne dass man ihm was tut, im Aggressiven. Ein aggressiver Einzelunternehmer. Ja, so könnte man das nennen. Assassine, oder? Okay. Keine Ahnung. Mitglied von Suizidsquad. Mhm. Genau. Selbstständig aggressiv. Cool. So, mal sehen. Ja, ein paar Einzelne, aber das ist kein Vergleich mit dem, was wir da gerade mitgemacht haben, die letzten Stunden beim Ausheben da von dem Geschoss und da bei unserem Stiegenabgang. Also den will ich ja gar nicht erzählen, weil der Stiegenabgang ermündet in einem riesen Kupferteil. Ja, das sieht man schon. Fast undurchdringlich. Die letzten eineinhalb Stunden Beschäftigung war locker eine vorne in das. Ja, genau. Hier schon da massiver Kupferblock und dann geht er weiter. Ohne Chance auf den Kopf. Ah, da. Nein, Schleim sehe ich. Nur mich, oder? Nur dich nicht. Das ist das größere Schleimi. Ah, ja, das laufende Schleimi. Superwoman. Das ist dann blöd. Aber eins hat das Schleimi abballern schon was Gutes, und zwar die vielen Schleimbrocken. Ja, wir sind Chilis dazu. Mit denen kannst du diese Kohleanreifen raufbauen. Steinmagen. Ja, cool. Ja, von denen haben wir so viel, also man aus dem allen coole Anreicher damit bauen. Kann man die nicht irgendwie anders verwenden? Nein. Ja, man kann es in diesem Schleimi-Anlockapparat. Ja. Dem Pheromon.
kann man da nichts anderes erzeugen. Ach ja, und das ist so ein glänzender, sieht er, und der hat eben auf mich geschossen, ohne dass ich ihm etwas getan habe. Naja, da können wir nicht mehr drüber reden. Depp. Für den stört vielleicht einfach unsere Anwesenheit. Das reicht bei dem schon aus, dass er aggressiv ist. Das ist jetzt ein selbstständig aggressiver übrigens. Genau so ist es. Das sind die selbstständig aggressiven. Das schau, wie die sich schon wieder spawnen. Also wir haben nicht zu viel versprochen. Es ist zwar jetzt nicht so eine Riesenherde, wie wir es gerade gehabt haben, weil wir haben dazwischen einen Server abgedreht. Ich habe versucht, so ein bisschen gemacht und verlaufen. Ja. Wenn du noch einmal auf mich schießt, du diese kleine Kröte. Da hinten ist schon wieder einer. Alles voll, aber sie spawnen eh. Sie sind eh ausreichend. Ja, lassen wir das jetzt mal. Das waren drei. Reichen, damit das dann oben ist. So. Ja, man kriegt sowieso nicht leer aus irgendeinem Grund, das unterste Stockwerk ist immer endlos Baum für Schlemmis. Ja. Warum auch immer das so ist. Das ist. Wir ziehen die, glaube ich, an. Weil wir haben ja jetzt gar nichts offen, außer dort, wo die Laser durchgehen. Ne? Ja, stimmt. Ah, doch, du hast da das Stockwerk aufgemacht. Das stimmt. Da drunter, ja. Aber das kann es nicht sein. Ja, du, ich gehe jetzt trotzdem mal nach oben. Ja, mach. Kein Problem. Ja, bei mir die nächste Aufgabe wird sein, dass ich unsere angereicherte Kohle den Transportweg ein bisschen umbauen muss. Optimieren, ja. Ja, und ich beginne da ganz einfach die Wände zuzumachen und außen einen Steg und Abgang rundherum zu bauen, dass eben nicht mehr so viel Schleim ist, weil wir haben sie indoor ja auch oben nicht mehr reinkommen. Ne? Mhm. Ups, das ist so. Wobei ich glaube, im Erdgeschoss würde es ausreichen, wenn man die Seiten, wo es ebenerdig rausgeht, wenn man die zumacht. Weil dort, wo wir Stufen raufbauen, glaube ich, da kommen sie nicht raus. Ich glaube nicht, dass sie innen spawnen. Ja, ihr seht schon, von diesen fertigen, also von den ganzen Chilis haben wir jetzt noch 72. Ich kann euch auch kurz zeigen, was wir vorbereitet haben für diese Aufnahmesession. Wir haben da Kohleanreicherungen, 25 Stück. Ja. Wir haben 200 Turret MK2. Ich habe jede Menge Power Storages vorbereitet, Storage Hopper, so viel es halt gegangen ist. Und ein bisschen was haben wir noch von den Reducer, da werden wir noch welche benötigen. Ja, wir sind im Moment leider noch ein bisschen langsam beim Erzschmelzen. Was wir jetzt als erstes machen, oder was ich als erstes mache, ist den Liquid Resin Refiner aufstellen, weil wir haben so viel Liquid, ich habe da 3800. Dafür müssen wir jetzt einmal beginnen, die angereicherte Kohle, den Transportweg umzubauen. Dass der von da unten wegkommt. So, sehr schön. Das ist so ein schönes Space-Fenster. Das kommt halt rundherum. Mhm. Ja, und dann werde ich da auch gleich den Steg weiterziehen. Ein bisschen rauf muss, oder? Ups, das war nicht zu viel. So. Du kommst da weg. Und dann brauchen wir einen Storage Hopper. Den setzen wir jetzt da drauf. Genau. Dann füllen wir den. Damit wir da keine Unterbrechung reinkriegen. So.
2, voll, 3. Dann geht's wieder da runter. So, jetzt wird das erste einmal mit dieses Teil da weg, genau. Jetzt muss ich das da vorne anvisieren. So. Das da und das da. Das und das. Perfekt. So, und jetzt bauen wir. Steg haben wir schon. Da ist schon mal ein Abgang. So. Du, Kohle. Ich schau schnell mal rüber. Ich glaube, der hat schon die komplette Kohle abgebaut für das kleine Haustier, das im Keller tief unten schlummert. Ja, da fließt keine Kohle mehr. Alles weggebaut. Drüben. Mhm. Ja. Puh. Du, ich habe okay. Angereicherte Kohle bei mir. Soll ich da mal was nachfüllen? Da drüben oder was? Mhm. Kannst du machen. Okay. So, wo gebe ich das hin? So. Ah ja. So, jetzt müssen wir da rauf. Das ist. Jetzt war es das da. Das Ding leer gesaugt und hat nicht mehr Energie produziert. Ich habe Starthilfe gegeben. So. Dann haben wir den Weg da. Ja, das kommt die andere Kohle auch schon wieder mit. Jetzt brauchen wir da den Storage-Button nach unten. Dich packe ich ein. Ich hätte ein bisschen was. Schön, sie laufen wieder. So, und dann haben wir diesen ersten Teil da mal verlegt. Ja, jetzt kommen dann gleich wieder Wespen, weil das Ried hochgeht. Jetzt kommen wir das da oben an. Dann werde ich mal zu dem Haustier runterschauen und gleich abholen, ne? Kannst du machen, aber bei mir so viel drinnen. Okay. Also momentan ist egal. Geht dich noch ausreichend. Ja. Gut. Ja, dann bauen wir das mal da auf, da oben. So, da legen wir noch was rein. Gut, 3000 habe ich noch. Dann legen wir da noch was rein. Umwelt verbessern, herrlich.
Geißel, Gefitzle. Gefitzle? Mhm. Ich schaue mir dein Gefitzle gleich an. Einiges gestanden. Was, wo oben? Am Eck bei den bei der MK1, na MK2 sind das, gell? Bei der Dachabwehr oder wo? Mhm. So war da schon wieder die Kohle weg, oder was? Auf einem Eck, ja. Naja, es kommt jetzt dann nicht gleich rauf. Ist es auch schon wieder. Das sind die klassischen Ecken. Da. Ja, weil von dort da die meisten Gegner kommen. Aber dann hält jetzt die angereicherte Kohle, glaube ich, nicht mehr so lang. So, ich brauche ein paar Schräge für die Bänder. Ja, das da, da können wir auch vergessen. Das können wir gleich mal wegnehmen. Dass wir wieder safe sind. Hallo? Mal nicht sicher. Ja, genau so. Genau. Ist ja Wahnsinn. Und da kommt dann schon ein schräges. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, klar. Machen sich einige Schräge. Weil die Reducer haben auch nicht gearbeitet. Die arbeiten jetzt wieder. Die Kohle, die hier am Dach ist, können wir die gleich abbauen und in die Fließbänder einfließen lassen, oder willst du unten rein? Nein, jetzt wird, also da oben soll dann nur mehr angereicherter sein. Okay, dann müssen wir die wieder runterleiten. Ja, ja. Alles klar. Ich wusste nicht, dass eine am Dach ist. Ja, oh doch, die geht vom Dach durchs Erdgeschoss bis ins erste Untergeschoss. Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob das da runterkommt. Ja, das passt. So. Ah, ich habe was gefunden. Auf einen
Knackknochen. Gut, dann ist das verlegt. Der große Verleger. Das sollte so jetzt einmal passen, vorübergehend. Bis wir halt dann die Rohre haben. Mhm. Das müsste sicher auch mit dem Dings ausgehen. Ja genau, weil das ist ja gerade offen. Ja, das geht ja so bloß. Perfekt. Dann zur... Ja. Das nächste, was wir vorhaben, ist... wie heißt das? Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ah ja, genau, der Refiner fürs Liquid. Liquid Resin. Dann legen wir sich da mal her. Mhm. So, das Laptop geht weg. Und damit ist diese Folge auch durch. Oh, okay. Dann werden wir in der nächsten mit der Produktion des Liquid starten. Und bis dahin. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und schaut wieder rein, wenn es heißt Forgers Craft the Wolf mit Anno in Antiva. Ciao. Tschüss.